War ich dabei und dann war ich auch im ersten Til Schweiger dabei. Wirklich? Ja. So, Tatort Escape. Du weißt dir schon klar, dass ich jetzt diese Folge raussuchen muss. Alter, nein, musst du nicht. Tatort Escape Adventskalender. Okay, also das heißt, das kommt jetzt. Pass auf, das machen wir irgendwie so, dass wir es irgendwie einblenden. Und damit ein Ho, 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 Ho zur Random Christmas Week und zwar zum großen Finale. Ja, ich habe jetzt schon 6 Kalender ausgepackt, denn die waren allesamt hier drin. Jetzt befindet sich noch ein Adventskalender hier drin. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was es denn ist. Ich hoffe, es wird nicht so ein Reinfall wie bei 1 oder bei der Maus. Denn das war wow. Komm rein, komm zur Show. Ein Riesenapplaus für Antonio. Woo! Antonio, ich habe kein Glas mehr für dich. Schade. Willst du noch einen? Nein, ich will keins. Ich muss natürlich den Apfelstrudel mit Wodka. Los geht's. Sahne. Das ist immer ekliger, direkt daneben, direkt dran zu sein. Leute, das ist übrigens, falls ihr es nicht wisst, das ist Antonio. Das ist der Typ, der das immer hier kommentiert. Ihr wisst ja, also theoretisch, die wissen ja schon, was es für ein Adventskalender ist. Ja, stimmt. Wir machen immer so ein Geheimnis. Gut, dass uns das in Folge 7 auffällt. Okay, was ist im letzten Sack drin? 3, 2, 1. Oh, hat nicht funktioniert. Oh! Tatort. Tatort Escape Adventskalender. Ja. Tod unter dem Weihnachtsstern. Da habt ihr gegönnt. Ja. Habt ihr gegönnt? Ist wieder von derselben Firma. Habt ihr einen Deal mit denen gemacht oder was? Ja. Schwierigkeitsgrad Einsteiger. Aber Dauer 15 Minuten pro Tag. Nein. Guckst du Tatort? Ich habe in meinem Leben, glaube ich, 4 Tatorte gesehen. Soll ich dir was sagen? Ich habe in 2 mitgespielt. Wirklich? Ja. Mitgespielt? Ja. Was erzählst du jetzt? Ja, das erzähl ich jetzt. Ich war in 2 Tatorten. Einmal war ich Journalist. Ist der Kodolus, heißt er so Kodolus? Der vor Til Schweiger, der Tatortkommissar, der ist gestorben. Im. Ja. Und ja, da war ich dabei und dann war ich auch im ersten Til Schweiger dabei. Okay, also das heißt, das kommt jetzt. Pass auf, das machen wir irgendwie so, dass wir es irgendwie einblenden. Nee. Wie machen wir das denn? Können wir das hier hinten einfach dran kleben? In den Proberäumen der Musik AG stand auf einem Schild neben dem unscheinbaren von Buschwerk überwucherten Zugang. Das könnten die auch einfach mit so ein bisschen Videomaterial machen, ne? Ich sehe schon, ja, du magst kein Lesen. Ja, du sagst doch immer, es ist kacke fürs Video. Zu einer verschlossenen Metalltür. Folgender Vorschlag, weil ich sehe schon, das wird sehr lang. Und das ist Tag 24. Das dauert Ewigkeit. Halt, stopp! So machen wir das nicht. Nee, Leute, so machen wir das nicht. Ihr wart gerade live im Grunde mit dabei, wie es manchmal abläuft, wenn man eine Idee hat, aber die nicht wirklich praktikabel für ein Video ist. Denn dieser Kalender hier. Oh, falsch rum. Dieser Kalender hier würde pro Tag 15 Minuten ungefähr in Anspruch nehmen, um den Fall zu lösen. Aber ich kann jetzt nicht 15 Minuten A24 Fenster gebrauchen, um so ein Video hier umzusetzen. Das geht ja nicht, Leute. Und deshalb kauft euch den Bums selbst, um den Fall zu lösen. Ich glaube, es ist eine spannende Nummer, so als Gemeinschaftsprojekt in der Familie oder in der Partnerschaft. Aber wir haben jetzt keine Zeit dafür. Und deshalb gibt es heute an Tag 7 der Random Christmas Week eine Special-Folge von Good Random Morning. Denn ja, wir bleiben uns natürlich trotzdem treu. Ich bin natürlich wieder als Santa Ren verkleidet. Und Antonio hat mir 24 Clips, nein, ich habe sogar gelesen, 25 Clips rausgesucht. Und die soll ich mir jetzt anschauen, damit wir ein bisschen Spaß haben. Die hat alle Antonio rausgesucht. Ich habe noch keinen einzigen davon gesehen. Aber damit wir hier nicht aus unserer Tradition rauskommen mit dem Kalender auspacken, habe ich mir natürlich meine Lieblingsschokolade gekauft. Und zwar als Hauskalender. Ja, ich bin großer Kinderriegel- und Kinderfan. Habe ich mir den hier gekauft und währenddessen ich mir die Clips anschaue,
schmatze ich euch wieder schön das Ohr voll. Und Antonio liebt das natürlich im Schnitt auch. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, lasst uns einfach loslegen mit dieser speziellen Folge von Good Random Morning in der Random Christmas Week. Ach ja, diesen Tatort-Kalender verlinke ich euch unten. Wenn ihr darüber was kauft, kriege ich eine kleine Provision. Also wenn ihr diesen Kalender unbedingt haben wollt. Aber ich werde nicht dafür sonst bezahlt. Nee. Das war jetzt hier. Wäre aber ein guter Werbemove gewesen, ne? Sind wir mal ehrlich. Erst die Leute anheizen und dann macht man es nicht. Ja, war aber keine Absicht. Egal, legen wir los. Und zwar muss ich dafür jetzt erstmal mir hier einen Kopfhörer reinstecke, nicht? Oh God, I'm dying. Please send help. Yes, oh Lord, please send somebody for my brother. Preferably someone who is tall and hot. What? Oh, die Eins ist ja richtig mini. Das ist die Eins. Naja, gucken wir uns Clip Nummer 1 an. Oh Gott, Antonio. Aha, okay. Was soll ich jetzt damit anfangen? Aber hey, Schokolade macht alles besser. Und es gibt jetzt sogar Kinderschokolade. Seid ihr Kinderschokolade oder Kinderriegel-Fans? Schreibt's mal in die Kommentare. Clip Nummer 2. Now, in the light of day, the young are extremely vulnerable. They must get to the sea as soon as possible. Kurze Frage, wie viele Drogen haben die genommen? Many will drown in the pounding waves. Hä? Männer, ne? Also ja, ich verstehe jede Frau, die ein bestimmtes Bild von Männern hat und dieses Video bestätigt es einfach. Clip Nummer 3, nicht? Ist ja Weihnachten. Ach, schon wieder so ein Ei. Naja, ist jetzt nicht so befriedigend, aber alles mit der Kinderschokolade schmeckt halt, ne? Alles mit der Kinderschokolade schmeckt. Komm, hier, Clip Nummer 3. 5, 555, 5555, 5555, 55555, 5555, 5555, 555, 5555, 55555, 555. Ich find's geil. Man kann ja über das Internet sagen, was man will, aber kreativ. Kreative Förderung ist das Internet ja schon, ne? Wenn du hörst so einen, der da diese Zahlen aufzählt und machst einfach einen Song draus. Finde ich geil. Finde ich wirklich gut. Guter Clip, Antonio. Antonio. Wo ist die 4? Weißt du, was das Schöne ist? Antonio, der ernährt sich vegan und dadurch hat er nichts von so einem Kalender und ich darf es alleine essen. Komm, Nummer 4. Na, aber komm, your jetzt. Brother kills people. I hate to break it to you. The only people that would live in this house are a 95,000-year-old grandma, the Adams family or a serial killer. And your brother is 30 years old and unmarried. Why? Because he can't find a wife now, because he needs more spare time to sharpen his knives. He's got bodies under the floorboards. The staircase is just bodies. There's bodies behind George Washington there. There's bodies behind the mirror. Watch out for this man. Wenn du, ohne Mist, ja. Wenn du, also vielleicht hat er das Haus auch geerbt und hat es einfach so gelassen. Aber wenn du so lebst, ich glaube, es ist schon special, dann eine Frau zu finden. Aber special interest. Und ja, vielleicht sucht er auch eine Mitkillerin. Kann natürlich sein. Und übrigens, alle die jetzt meckern, dass jetzt heute hier so viele Clips kommen und dann wäre es langweilig, weil man mich weniger sehen würde. Manchmal ist das auch gut so, wenn man mich weniger sieht. Denn beim Essen von Kindersachen bin ich nicht unbedingt schön mit anzusehen, ne? Nummer 5. Mein Schokobon. Du studierst, ja, also ach so, du studierst im 25. Semester. Und ja, soll ich sagen, meine Frau hat mich betrogen mit meinem Professor. Aber es ist schlimm, ich habe wenigstens die Credit Points bekommen. Und ja, ich bin zufrieden. Ja, aber das ist alles von mir. Es gibt so Humor, den verstehe ich nicht. Und das zählt dazu. Und passt auch zu dem Humor, den Antonio manchmal an den Tag legt. Denn falls ihr es nicht wisst,
ich drehe das hier, Antonio kriegt es, schneidet es und ich gucke es mir erst an, wenn es online ist. Ich raff's nicht. Ich raff nicht, was er uns damit sagen möchte. Dafür raff ich, dass Nummer 6 ein sehr großes Fenster ist. Guck mal hier. Es gibt ein Ü-Ei. Es gibt ein Ü-Ei. Oh. Ich habe mal gehört, dass wenn man hier unten sich die Zahl beguckt, 6a, dass da hier dann was Gutes drin sein soll. Ich weiß aber nicht, ob jetzt A das Richtige ist. Ich bin mir nicht mehr sicher, was die Auflösung war, aber Antonio kann das ja raussuchen, während ich jetzt hier Nummer 6 anklick. Verhält sich Saruman vertragswidrig, indem er den Baumbestand Isengards beseitigen lässt? Schöne Rechtsfrage. Unstreitig war Saruman nicht der Eigentümer Isengards, sondern gelangte in seinen Besitz auf der Grundlage des Leihvertrages, geschlossen zwischen ihm und dem Königreich Gondor, wobei Gondor seinerseits durch Beren den 19. Prozess wirksam vertreten wurde. Die umfassende Beseitigung des gesamten Zierbaumbestandes der Anlage stellt daher ganz unstreitig keinen vertragsgemäßen Gebrauch mehr dar. Dementsprechend stand dem Königreich Gondor gegen Saruman nicht nur ein Unterlassungsanspruch zu, der sich aus einer analogen Anwendung der entsprechenden mietvertraglichen Regelung ergibt, sondern darüber hinaus auch ein Schadensersatzanspruch im Hinblick auf die gefällten Bäume, wobei nach herrschender Rechtsprechung eine Nachfristsetzung entbehrlich ist. Ist es nicht dieser Richter, der auch mit dem Anwalt diesen Podcast hast, der über Luke Mockridge geschrieben hat, ne? Das ist er, ne? Ey. Ich feier's. Ich meine, es ist schon witzig, sich über Saruman Gedanken zu machen, ob der im Recht ist oder nicht. Nummer 7. Ich würde sagen, es ist wieder ein Schokobon. Und ich hatte recht. Hello. Would you like to buy some macaroni and cheese? It's the cheesiest. Just like Mumsy used to make. Wait, please. No, thank you. Oh, it's the cheesiest. Please. Please buy it. Ey, manchmal glaube ich, hat man Langeweile und manchmal glaube ich auch noch, oder frage ich mich, kommt das aus der Pandemie? Wurden diese Videos in der Pandemie gedreht oder stammen sie von jetzt? In der Pandemie kann ich es verstehen, jetzt auch, aber jetzt hat es einen anderen Grund, weil in der Pandemie wäre es Langeweile und jetzt ist es reine Verzweiflung. Spezifischer. Ich sag ja, Antonio hat einen sehr, sehr speziellen Humor. Suchen wir doch die 9 lieber. Boah, ich kann nicht die ganze Schokolade essen, das ist zu viel, glaube ich. Wir sammeln das hier ein bisschen. Haben wir hier ein Behältnis, wo wir das sammeln können? Nehmen wir dieses wunderschöne Glas. So. I got diagnosed with a thing with my eyes called retinitis pigmentosa, and it's gonna take my vision in the next, like, 5 years. And it's given me a new perspective on what I should be doing with my life. This is gonna sound like smaller scale, but I find myself looking at people's faces and their features and stuff. It's the biggest thing. You can't go on grand, amazing adventures every hour of every day of your life. But what you're talking about, just really observing and taking mental notes of the things in front of you. I mean, that's incredible to hear. We're getting into it here, but you don't have to go to the fucking Grand Canyon to see some beautiful shit. It's right in front of you. I'm almost thankful. Ist das Domian in grün oder was? Hä? Also Antonio, das ist jetzt ein krasser Downer, finde ich. Also das ist ein krasser Downer. Lass uns lieber zu 10 kommen. Also, ich meine, ich sehe ja immer nur die pessimistische, die traurige Seite. Die Person verliert ihr Augenlicht in ungefähr 5 Jahren. Und danach sieht die Person nichts mehr. Und das bringst du uns jetzt hier zu Weihnachten, am letzten Tag von Good Random, von der Random Week, wollte ich sagen, von der Random Christmas Week. Und ich drücke jetzt das Gesicht vom Weihnachtsmann ein. Scheiße. Oi, go, oi, more passion, more passion, more passion, more energy, more energy, more footwork, more footwork, more footwork, more passion, more energy. Also Antonio, falls es den Fahrradfahrer in der Überschwemmung darum geht, ich hab's gefunden, ist ein Re-Upload und
Ich habe in Hamburg gelebt. Sorry, für mich ist das nicht witzig. So ist das in Hamburg, wenn man nahe des Fischmarkts lebt. Da geht das auch mal schnell rauf. Da hat dann einer den Hebel nicht gezogen und dann, wie geiler ist, wenn du siehst, dass Autos stehen und Leute dahin laufen, durchs Wasser, in ihr Auto steigen, damit erstmal jede Menge Wasser auch ins Auto laufen lassen, noch zusätzlich, und dann losfahren. Ob das einen Motorschaden gibt? Naja, Leute, Nummer 11. An dem Kalender checkt man erstmal, wie wenig Auswahl eigentlich Kinderschokolade hat, aber immerhin haben sie aus einem Rezept jede Menge Produkte wiederum gemacht. Komm, hier, Nummer 11. Müssen ja immer ein bisschen, nicht? It's Jungle Juice Time! Okay, der ist mir ein bisschen zu aggressiv. Aua! God, I love that. Probably too was much machst du? Hey, it's life. Limes, my brethren. Come Limetten? Those limes with... Wird das was mit Alkohol? Finde ich gut. Apples? Apples everywhere. Okay. Ein Water Jungle Juice macht er. Cocktail mit Lemon. I doubt everything in here can fit, but we can Erdbeeren? Then a little bit of... Strawberries. Couldn't a bag like that was probably a pretty dumb idea, guys. Let us begin with a ja, ist vielleicht eine dumme Idee. Everclear. In my hair, little Everclear. Everclear in there. What is it if a man has no Everclear? Alter. Everclear. Bit of tea. Antonio, wo ist jetzt mein Lemon-Cocktail hier? Wo ist der? Finde ich ein bisschen traurig. Trink smart. Mach ich auch immer. Das hat richtig gut funktioniert. Nummer 12. Aber morgens Schokolade essen ist vollkommen in Ordnung, Kinder. Schokolade essen ist in Ordnung. Jetzt kriegen wir hier wieder so ein Osterei. Ich sag mal sorry, aber wir haben doch kein Ostern hier. Und was hat Antonio uns hier geliefert mit der 12? There's a fucking fire in the fucking freezer, fire, mate. In the freezer. Fire and ice, cunt. Ist das Gargamel? Naja, kommen wir zu... Ne, ich muss es nochmal angucken. There's a fucking fire in the fucking freezer, mate. Wie sieht fire er denn ice, aus? Cunt. Okay, das ist mindestens Gargamels Bruder. So, Nummer 13, wo bist du? 13. Ist heute Freitag der 13. Nö, ne? Ist ja ein Sonntag. Oh, guck mal. Kinderschokolade. Legen wir da rein. So, die Nummer 14 kommt jetzt... Nee, gar nicht, die 13. Ich habe jetzt die 13 geöffnet. Boy, Ren. Geh noch mal zur Schule. Harry, Voldemort ist auf dem Weg hierher. Was? Ajo, soll er gerade mal rumkommen, der hässliche Vochel, der immer mit seinem dummen Gebabbel, wenn er mich einmal schief anguckt, da klopp ich ihm gerade auf die Gosch. Ja, ein sechselnder Harry Potter hätte mir jetzt mehr gefallen, Antonio. Ist ein bisschen enttäuschend, finde ich. Ne, Norman? Siehst du auch so, ne? Ich auch. Weiß ich nicht. Komm, wir klicken die 14 an. Ohne Scheiß, das ist definitiv Homeoffice. Du hast zu viel Langeweile in der Pandemie gehabt und so viel schöne Kinderschokolade. Und dafür habe ich nur 10 Euro bezahlt. Wo ist die 15, verdammt nochmal? Ey, ganz ehrlich, die 24 ist ja dann Ü-Ei, ne? Genauso wie zu Nikolaus. Ja, toll. Jetzt hab ich mich schon gespoilert. Oh, es gibt noch mal Kinderschokolade bei der 15. Boah, das jetzt alles in den Rap rein. Ach nee, nicht Rap, in den Crepe. In den Crepe rein. Ist das Fettshaming? Das ist Fettshaming, oder? Antonio, möchtest du dich vielleicht bei unseren Zuschauern entschuldigen? Das ist Fettshaming. Musst du aufpassen. Heutzutage, ne, darfst du nichts Falsches mehr machen. Jemanden da so reinpieksen geht gar nicht. Kannst du nicht machen. Das ist Fettshaming. Wenn er sich nicht entschuldigt, ne, dann ballert mal die Kommentarbox zu. Hier gibt's schon wieder Kinderschokolade. Kann ich alles in den nächsten Weihnachtstagen essen. Nummer 16. Mal gucken, ob jetzt hier wieder Fetsch. Jetzt gibt's was zu essen. Here we go. Hey, Leo. Oh, let's go hot.
Today I'm at Hofbrauhaus in Melbourne, where I'm about to take on their famous schnitzel challenge. Now I'm only going to have 45 minutes to finish everything that you see here, including this massive schnitzel, pile of fries, and this entire tankard, this full 1 liter of Hofbrauhaus's beer. Thank you so much. Little tomato sauce for the rescue. I had been in Australia for so long at this point, it had been many moons since I had referred to ketchup as ketchup. A quarter of the way through the pork schnitzel, it is absolutely delicious. One of those rare foods that is easier as it cools down to eat. Yeah, I'd say Randy's record was well and safe at this point. I was really struggling with the toughness of the schnitzel, but safety first. Final bite of the schnitzel onto the chips and the beer, thankfully, but Randy's time is... Alter, die hat das inhaliert, dieses Schnitzel. Schnitzel in Österreich, ne? Da gibt's noch die guten Schnitzel, ne? Da ist Schnitzel noch nicht verboten worden. Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel. Ne? Da kannst du noch hinfahren, Schnitzel essen, Riesenschnitzel essen. Ja, vielleicht, Antonia, wollen wir mal... Ah, nee, du isst ja kein Schnitzel mehr. Soll ich mal nach Österreich fahren und diese Schnitzel-Challenge machen? Für nächste Weihnachten, dann kann ich noch mal ein bisschen fetter werden. Übrigens, für alle, die in Hamburg leben, geht mal zu Metzgers. Die sind im Mühlenkamp da in der Ecke. Die haben das geilste Schnitzel, was ich je gegessen habe. Nur mal so nebenbei, nur mal gesagt. Kommen wir zur 17. Nicht, dass mir hier wieder Werbung vorgeworfen wird. Aber ja, so ein Kinderschokoladenkalender ist natürlich, habe ich selbst gekauft. Ich brauche keine Werbung für Kinder machen. Jeder liebt Kinderschokolade. So, 17, was haben wir denn hier? 17 Schokobon tauscht sich mit. Was für ein Video? Oh. Hi, Papa. No, sir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf der bösen Liste stehe oder nicht, Antonio. Der Ton ist nicht da. Der Sound wurde weggenommen. Antonio, wann wird's denn hier mal wieder witzig? Wann wird's denn wieder witzig? Santa Corgi, nochmal. Mach ich jedes Jahr mit Papa. Okay, man muss auch sagen, Antonio hatte eine schwere Challenge. Der musste ja jetzt mal kurzfristig nach unserem Tatort-Debakel 24 Clips raussuchen, die einigermaßen fürs Format passen. Ich finde, er hat es okay gemacht bisher, oder? Komm, wir gehen jetzt, was war denn das für eine Nummer hier? Die 19. 19 gegen, kommt nochmal Santa Corgi. Mal gucken. Nee, Perfect Packaging at Japanese Sweet Shop. What the fuck? So, meine lieben Freunde, sehen meine Geschenke nicht aus. Also hier ist jetzt auch nichts mehr drin, weil die Kalender sind ja alle aufgebraucht, aber nee, so nicht. Nee, so verpacke ich keine Geschenke. Ich verpacke gar keine Geschenke mehr. Es ist auch alles, ganz ehrlich, ich könnte es natürlich, aber für die Umwelt zuliebe muss ich ja nicht noch mehr Verpackungsmüll anschaffen, ne? Also es muss ja nicht sein. Das muss nicht sein, Leute, finde ich. Also da kann man heutzutage im Jahre 2023 ruhig mal drauf verzichten. Die 20, was gibt, so, kommt jetzt wieder was Witziges, Antonio? Oder müssen wir wieder was lernen? Ich gehe jetzt zum Arzt und lasse mich krank schreiben. Erzähl, was ist los? Stress auf der Arbeit und das will ich mir nicht antun. Heißt, du willst dich krank schreiben lassen, obwohl es nicht okay? Ja. Ist das Hartz IV TV? Vor 2 Wochen waren wir ja bei dir, da hast du ja gesagt, du willst das richtig durchziehen und du bist happy mit der Arbeit. Ja, da war es auch gut, das stimmt. Aber die Arbeitszeiten... Oh, diese dramatische Musik. Das ist mir eindeutig zu früh. Das packe ich nicht. Und die letzte Konsequenz ist jetzt, dass ich mich krank schreiben lasse. Die letzte Konsequenz. Und das mit ärztlicher Genehmigung. Was ist denn, wenn das jetzt nicht klappt mit dem Krankenschein? Dann ist das wirklich stressig, nicht zu arbeiten. Oh Gott. Seid ihr auch so? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal beim Arzt war und mich krankschreiben lassen habe, aber es bringt auch nichts, weil die Krankschreibung will ich ja mir geben. Und dann will ich hier trotzdem sitzen und diese Videos drehen.
Und deshalb sehe ich irgendwann so aus oder so. Ja, ich habe gerade schon die nächste Tür geöffnet. Das war, glaube ich, die 21. Immerhin gab es mal was Neues. You don't want that? Yeah, I've never experienced that. You don't want that at all? That, definitely not. No, like, I'm serious. I think I can. Oh. Samantha Weck really is about getting the age and showing everyone is a part of it. Wow. Okay, ihr. Boah, ich will. Leute, wenn das mit mir gemacht werden würde. Wisst ihr, wer Hulk ist? Wisst ihr, wer der Hulk ist? Ihr würdet den Hulk dann erstmal kennenlernen. Das sage ich euch. Was ist denn hier schon wieder für ein Papier? Schwierig, aber wenn dann jemand mit seinen ekelhaften Fingern und. 22. Here's something I wish I knew before I was in my 30s. Hey, that's my line. How to fold a fitted sheet. Corners together. Other corners together. This is magic. Now you should have something that looks like this. And these corners together. And then you fold. And that's how you fold a fitted sheet. God. Haben wir was gelernt? Viel wichtiger ist, wie bezieht man so einen Scheiß? Das Ding kann man auch einfach irgendwo in die Schublade knüllen, ist doch scheißegal. Die 23 ist ein Kinderriegel, das sage ich euch. Nee, Kinderschokolade. Habe ich mich vertan. Okay, komm, wir gucken uns die 23 an. Also ich bin gespannt, ob das geclaimed wird. Wenn nicht, müssen wir den Ton ausmachen. Aber ja, so bin ich auch zu Weihnachten. Denn eigentlich bin ich er und nicht er. Hat keinen Sinn ergeben, oder? Egal. Leute, aber ich muss mal Danke sagen. Danke, dass ihr der Meinung seid, dass dieser Bart mir steht. Ich finde auch, dass dieser Bart mir steht. Also, würde ich meine Haare behalten bis zu dem hohen Alter? Also, ich hätte da jetzt kein Problem mit, würde ich sagen. Hey? Oh ja, ja. Ja, ich glaube, ich verliere bis dahin meine Haare. Was soll ich sagen? Oder ich mache es wie die Twins und lass mir die Haare demnächst einmal hier. Ja, Leute, wir kommen schon zu 24. Und was ist es? Was ist es? Ist es ein Ü-Ei? Es ist ein Ü-Ei. Und was wohl drin? Das erfahren wir erst bei Tür 25. Erst kommen wir zu Tür 24. Denn ja, Antonio kann anscheinend nicht richtig zählen und hat sich gedacht, geben wir ihm 25 Clips. Klicken wir einfach mal drauf. 24. Mal gucken, was kommt. Merry Christmas, Motherfucker. Merry Christmas, ihr Motherfucker. Und vor allem an alle die, die geschrieben haben, hey Leute, im Oktober darf noch kein Weihnachten sein. Das ist der Horror-Oktober. Ne? Es ist Horrormonat. Erst ab November kann Weihnachten losgehen. Nee. Wir sind hier bei Alles Random. Und hier bestimmt nur einer. Und das bin Paw Patrol Mighty Poops. Im Oktober kommt dieses Mighty Poops. Weihnachtsmann. Das ist größer als der Weihnachtsmann hier, Leute. Also ich meine, das ist zu Heiligabend drin und das zu Nikolaus? So, komm, wir gucken uns jetzt schnell noch die 25 an. So geht's dem Weihnachtsmann übrigens immer nach der Geschenketour. Jetzt ist Good Random Morning in der Random Christmas Week vorbei. Ich bin ein richtig krasser Reimer. Haben wir sonst noch was? Nee, heute habe ich ja gar nicht so viel aufgebaut. So, das kann auch weg. Reicht jetzt auch, ne? Also Leute, weg damit, so, ne? Leute, ich wünsche euch zwei wunderschöne weihnachtliche Monate. Man kann ja Weihnachten auch mal ein bisschen früher zelebrieren, ein bisschen einfach Spaß haben, ja? Auch wenn der Horrormonat Oktober jetzt erst vorbei ist. Das ist in Ordnung. Aber Halloween habe ich eh noch nie gefeiert. Für mich ist gerade Weihnachten.
weil ihr eingeschaltet habt. Jetzt wird's emotional. Leute, ich wünsche euch einen fabelhaften Sonntag. Nächste Woche geht's wieder ganz normal weiter hier bei Alles Random. Es gibt Random Comment am Mittwoch und nächsten Sonntag gibt's dann Good Random Morning Folge 33. Nee, Folge 34 sind wir dann schon. Das ist ja hier Folge 33. Als hätten wir es getimed, Antonio. Folge 33. Ich meine, Christus, 33 Jahre und so. Wir sind richtig gut, Leute. Wir sind richtig gut. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Und wie gesagt, genießt die kalten Wintertage und habt einfach eine schöne Zeit. Besinnt euch nicht auf Geschenke, sondern auf die Freunde und die Familie, wenn ihr welche habt. Wenn nicht, macht's wie er. Bis dahin, hoch die leere Tasse. Ah, der letzte Kaffeetropfen. Tschüss.